Servus Leute, ich grüße euch. Heute passiert was, was eigentlich schon lange passieren sollte, aber ich habe es nämlich vergessen. Mein Daily wird endlich foliert. Also ihr seht, wir sind beim Foliencenter und da steht mein Daily, der Taycan. Und es ist echt bescheuert, aber wir haben den eigentlich schon viel länger vorgehabt zu folieren, Räder drauf zu machen, tiefer zu legen. Folie liegt auch schon fast seit Essen Motorshow hier, einen Monat später, also auf jeden Fall unmittelbar danach. Aber irgendwie kamen dann immer Kundenautos und da habe ich mal gesagt, nimm meinen Slot, nimm Kundenauto und mach das fertig, weil ja, macht einfach mehr Sinn. Jetzt ist es soweit. Das Doofe ist, Christian ist schon nach Hause. Deswegen zeige ich euch jetzt schon mal wir machen das ganz anders. Also sonst machen wir mal Spannungsbogen. Wir zeigen bei euch direkt die Rolle, welche Farbe. Aber es ist halt immer super schwierig, finde ich, das Auto dann mit dieser Farbe, also zu sehen. Diese Transferleistung ist manchmal echt schwierig. Geht mir manchmal so, aber ist halt so. Guck mal, da ist übrigens mein Traumauto. GT4 RS. Geil, ne? Felix darf immer an so schönen Autos arbeiten. Und Janis darf immer die Arscharbeit machen. Die Farbe ist echt geil. Hatte nämlich Christian mir geschickt damals, ich sag damals, weil es schon ein paar Monate her ist, und sagte, ey, neue Farbe, sollen wir machen? Und da habe ich noch gesagt, ja, ist neu. Ist es nicht mal neu? Servus. So, kennt er, ne? Janik. Hallo. Das ist unsere Sau. Janik ist unsere Sau. Und Felix ist unser GT3 bunter Vogel. Ich habe gerade gesagt, dass du immer an schönen Autos arbeiten darfst. An meinem GT3, an jetzt auch dem GT4 RS. Also sagen wir es so, es wird... Ich gucke gerade nach der Farbe, deswegen. Es wird grün-grau, grün-blaulich. Sowas in der Art. Ich suche nur die Rolle. Auch schick. Das wäre natürlich geil. Ist das nicht all green? Ist doch all green, ne? Hier! Da ist er. Wollen wir die mal in die Sonne nehmen? Wir nehmen die mal in die Sonne. Ich finde die geil. Das ist mal eine ganz andere Farbe. Also, ich habe auch was gesagt. Ehrlich? Wirklich? Aber ist geil. Und die Felgen, also er kriegt jetzt auch neue Felgen. 22 Zöller. Und die haben jetzt auch gelackt. Jetzt will ich ein bisschen Spannung will ich ja doch noch behalten. Also es wird richtig, es wird ein UFO. Kann ich euch sagen. Schwer vorzustellen, ne? Deswegen zeige ich euch die Farbe auch schon, weil ich finde, das ist super schwer, sich das vorzustellen. Sieht fies aus, glaube ich. Wenn du dann durch die Nacht fährst und die Lampen. Immer das Wechseln, das Lichtspiel. So, jetzt können wir es wie folgt machen. Wir steigen einfach direkt wieder ein, wenn er fertig ist. So, heute mal ganz unkonventionell, weil Marco ist nämlich krank, liegt zu Hause im Bett und ich muss meinen Taycan wieder haben. Jetzt bin ich hier mit meiner Handykamera. Christian ist auch hier. Wir sind nämlich beim Foliencenter NRW, klar. Da ist meine G-Klasse. Endlich. Schön wert. Wir machen das wie folgt. Erstmal, der Ton ist bestimmt nicht ganz so geil wie mit einer Kamera, weil wir keinen Ton haben. Aber wie gesagt, wir machen jetzt eine Handycam. Schneiden das dann in das Video. Da bist du ja. Ja. Schneiden das im Video. Es wird ein bisschen rougher. Also ich drehe jetzt um. Und du führst durchs Video. Ich führe, ja. Ja, genau. Okay. Ja. Dann gucken wir uns jetzt mal dein Auto an. Du hast ja eine ganz neue Folie. Ist wenig verlegt hier in Deutschland. Gibt es ja seit ein paar Monaten. Mal schauen, wie es auf deinem Auto aussieht. Ich mach mal Tor auf. Ich bin auch gespannt, weil ich meine, ich weiß ja, welche Farbe es ist, aber ich habe nur so ein kleines Quadrat gesehen, weißt du? Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Und du hast mir auch leider nicht ein Bild geschickt. Nee, weil es schwer ist zu fotografieren. Das wirst du gleich sehen. Bei dir in der Halle flackert's. LED. So, jetzt sind wir gespannt, ja? Warte. Es ist eine sehr schwierige Farbe. Also, 3, 2, 1. Und, wie gefällt? Ich sehe noch nichts. Ta-da-da-da. Sehr geil, oder?
Ich finde es mega geil. Guck mal hier. Also es ist eine changierende Farbe, was richtig, richtig cool aussieht. Also es ist super schwer jetzt hier zu zeigen, weil es ist ein Petrol, oder? Es ist ein Petrol-Matt, ja, mit so einem Aluminiumstich, würde ich sagen. Es wirkt so sehr metallisch in Wirklichkeit, ne? Es ist so... Nee, gerade gar nicht, ey. Aber es ist richtig geil, weil es ist so blau, also blau-grün, aber so matt metallisch. Ah, ich red mich um halb... Also ich, ja, also generell finde ich, dass die Farbe zum Auto sehr gut passt. Ja, ne? Finde ich auch. Genau. Warte. Richtig gut. Jetzt sieht's, guck mal hier auf dem Bildschirm. Jetzt sieht's blau aus, so dunkelblau. Ja. Aber es hat noch so was Grünes mit dabei. Christian. Ja, ich musste selber gerade mal gucken. Ich bin auch ein bisschen irritiert mit diesen schwarzen Plastikteilen und die Teile. Ja, das stimmt. Also das ist ja das Designpaket, also Sport-Design-Paket, glaube ich, so heißt es genau. Das ist ja schwarz glänzend und das ist einfach Plastik, Kunststoff. Das nervt so ein bisschen jetzt gerade, weil das fällt viel mehr auf. Ja. Und deshalb habe ich gerade so geguckt. Aber guck mal, das sieht jetzt hier dunkel. Das ist richtig geil, die Farbe, weil hier sieht es halt hell aus und hier wirkt so richtig dunkel. So und richtig. Es ist so ein bisschen ja, metallisch wie so eine Getränkedose. Ohne eine Marke zu nennen. Ja. Ne? Ja. Das ist so, ja. Guck mal, jetzt hier ist auch schon wieder. Ey, so ganz. Das ist so schwierig. Also, ihr müsst. Also, pass auf, Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich drauf bin. Genau, vorbeikommen, Termin machen, weil man muss es live sehen. Bin ich eigentlich ganz drauf, ist egal. Ihr müsst es live sehen, weil es ist einfach so crazy zu filmen. Ich meine, vielleicht, wenn Marco wieder gesund ist, dann... Also erstmal gute Besserung, Marco, ja? Sieht auch von jeder Seite anders aus. Ehrlich, er sieht echt anders aus, wie so ein... Aber es ist kein Flipflop. Also Jungs, Leute, es ist kein Flipflop. Jetzt denkt nicht, ich komme jetzt hier in 80er Jahre zurück. Guck mal hier, dein Schnäuzer ist gar nicht mehr so lang. Ja, die Haare habe ich geschnitten, weil du so gemeckert hast. Und du hast ja, genau, wegen dir. Wahnsinn. Für dich habe ich das gemacht. Ja? Ja. Aber das ist schön, ne? Das Auto ist echt neben schön. Neben dir sehe ich so richtig frisch aus. Neben mir siehst du so richtig alt aus. Boah, wir sind hier alles voll am Ausbrennen, ey. Jetzt sieht man wieder alles, guck mal. Ja. Und man guckt immer irgendwie auf den Monitor, anstatt man hier auf die Kamera guckt. Hm. Ja, man will sich ja selber sehen. Hm. Weiß auch nicht, ist so. Also ich werde jetzt das Folgendes machen. Ich werde das Auto jetzt nochmal in die Sonne stellen und dann nochmal ein paar Aufnahmen machen. Vielleicht sieht man dann die wirkliche Farbe. Genau. Und dann am besten nochmal im Werk selber. Wenn der Marco dann mit Fachhand das macht. Genau, in der Ausstellung wird er nochmal ganz anders wirken. Ja. Ich hoffe, ihr kommt vorbei und guckt euch an, weil die Farbe ist wirklich so speziell. Die ist wirklich speziell und die haben wir schon lange liegen gehabt. Wir haben es aber nie geschafft, irgendwie, dass wir das dann wirklich folieren. Ja, es waren ja viele Termine dieses Jahr. Wahnsinn, und ne? Urlaub braucht ihr auch. Das Thema wollen wir uns nicht anschneiden. Christian und Urlaub, weißt du, das ist Wahnsinn. Ja. Aber er hat's verdient. Er hat's verdient. Ich gönne es ihm sehr. Aber deswegen haben wir jetzt erst den Taycan foliert. Ja. So, jetzt sind wir bei uns angekommen. Marco ist auch wieder da. Also überleg mal, vom Florian Center hierhin ist Marco genesen. Tja. Geil, wa? Wunderheilung. Also nein, wir sind natürlich schon ein paar Tage ist es her, dass wir beim Florian Center waren. Ich habe auch fotomäßig, ne, habe ich wirklich versucht, die Folie einzufangen. Es ist echt so schwer. Es ist schier unmöglich. Egal, wen ich mit wem spreche, ey, schick mal ein Bild, wie sieht's aus? Dann schicke ich das Bild, dann kommt nur, was erzählst du denn mit Blau, mit Grün und mit Petrol? Ich weiß jetzt auch nicht, wie es jetzt da, ich muss mal gucken, wie es aussieht auf dem Bild, warte. Ja, das ist irre, ey, das ist irre. Wir machen gleich, also pass auf, wir werden jetzt Räder montieren, 22 Zoll, und werden ein Tieferlegungsmodul montieren, zeige ich euch gleich nochmal, und dann werden wir mit allem komplett schöne Bilder machen und versuchen dann die Farbe für euch wirklich einzufangen. Im Schatten, in der Sonne und im Schatten und in der Sonne, von links, von rechts, von hinten nach vorne. Ja. Es ist echt crazy, wirklich. Also tiefer muss er auf jeden Fall, merkt man ja. Hier, und jetzt will ich mal was zugeben. Ja? Ich will jetzt auch mal eine Lanze brechen. Weil hier kommen ja immer auch ganz viele Kunden rein, die sagen, boah, meine Macken sind vermackt, meine Frau war's. Ich. Ach so, meine Felge ist vermackt, meine Frau war's. So, ja. Sorry. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe Macken in meine Felgen gefahren. Ich war's.
Da. Ja. Guck mal hier, ey, lecco mio, ey. Guck mal. Guck mal, das ist ein richtiger Totalschaden, ey. Leck mich, die muss ich wieder aufarbeiten hier. Aber ich war's. Und soll ich euch sagen, woran es liegt? Der Taycan, der hat so einen langen Radstand. Können wir uns mal anschauen. Guck mal, wie lang der ist. Der ist brutalst lang. Also, das ist auch schon wieder ein Superlativ, Alter. Brutalst lang. Also, so lang ist er nicht. Aber ich bin jahrzehntelang gewohnt, einen normalen Radstand zu fahren. So wie beim Porsche hier. Also, man hat das ja im Gefühl, will ich damit sagen. Man hat diesen Radstand, den normalen Radstand, hat man irgendwie im Gefühl. Und was bei mir immer passiert, ich will irgendwo vorbeihuschen und denke mir, okay, das schaffe ich. Weil die Hinterachse, die ist schon längst vorbei, wenn der Bordstein kommt oder wenn diese Erhöhung kommt. Haut's voll rein. Weil ein paar Zentimeter später kommt erst der Hinterwagen, also die hintere Achse. Und dann haut's voll in den Bordstein rein. Ja, das ist das Problem. Andere E-Autofahrer werden das wahrscheinlich auch haben. Oder ich bin einfach zu blöd. So, das wollte ich loswerden. Das wird mir mit den 22 Zoll nicht passieren, weil die haben wir extra auch schön gepulvert. Zeigen wir euch gleich. Ich fahre auf die Bühne. Hört ihr den Motorsound? Ha. War ein Scherz. Gleich platzt die Batterie. Das hört sich scheiße an. Also ich fahre wenig echt mit. Also ich fahre wirklich immer so in der Regel. Weil das ist wie damals mit dem Soundmodul beim Diesel. Ein Diesel macht keine Geräusche, außer als Nageln. Also, wenn ich mir einen Diesel kaufe, will ich einfach den Sound haben, weil ich weiß ja, was ich kaufe. Beim E-Auto genauso. Es sei denn, ich fahre durch die Spielstraße, da mache ich es wirklich, da mache ich den Sound an. Hm. Und wenn ich mit meinem Sohn fahre, der freut sich immer. Wie ein Spielzeugauto. Hm. Ich habe mir irgendwie eine Brille gekauft, ne? Und seit ich diese Brille trage, kriege ich nur Nachrichten, ich sehe aus wie Karl Lagerfeld. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Ich finde sie schön. Felgen. Ich meine, ich habe sie euch schon gezeigt, als sie roh waren. Haben wir sie schon aufgenommen? Also wir haben ein Unboxing gemacht, meine ich. Aber wenn nicht, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sehen sie jetzt lackiert. Sie waren nämlich vorher Silber. Jetzt sind sie Bronze. Schön, ne? Ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. Kommt zentralverschlussmäßig drauf. Kann ich euch auch zeigen. Der Aufkleber kommt auch noch ab. Das machen wir gleich. Also das wird dann so aussehen. Warte. So. Schön, ne? Schön gefräste Zentralmutter. Ich wollte sie erst in Wagenfarbe eloxieren. Habe mir gedacht, vielleicht ist es zu kitschig. Deswegen habe ich es gelassen. So. Und ein Tieferlegungsmodul kommt noch rein. Und zwar nehme ich das von Zete. Dann kannst du über App das tiefer legen. Das wird dazwischen geschaltet. Mit Gutachten. Wunderbar. Ja. Und dann seht ihr das Auto, wenn es fertig ist. Dann machen wir einfach direkt Bilder, ne? Keine Gelaber mehr. Einfach direkt zeigen, oder? So machen wir es.